Oh, hier ist einer. Hier ist ein Überlebender. Ja, nice. Warte, das nehmen wir mit. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von The Solus Project. Was geht denn hier ab? Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier an dieser Stelle, logischerweise, wo wir abgespeichert haben. Und was war das letzte Mal gewesen? Ach genau, wo wir durch das Tor mussten, mit diesem Gitter stehen. Wieso habe ich Blue? Hä? Wieso das denn? Ich erfriere, wieso minus 6 Grad? Hä? Ja, was soll ich denn machen? Ist das so kalt hier unten? Als ob. Minus 35 Grad. Wieso ist es denn hier so kalt? Hä? Ja, was soll ich denn machen dagegen? Wir sterben gleich. Das war jetzt nicht geplant gewesen. Muss ich so schnell wie möglich hier durch, oder was? Ja. Scheiße. Okay. Oh! Als ob! Das sind ja wie so Fallen. Wow, lauf! Oh, shit! Oh mein Gott! Minus 4 Gesundheit, Unterkühlung. Ey, ich glaube, wir schaffen das nicht. Wie weit ist es noch zum Ziel? Noch 29 Meter. Doch, das schaffen wir. Komm. Geschafft. Ey, plötzlich wurde das einfach so mega kalt. Keine Ahnung wieso. Weil der Kristall selber gibt uns ja keine Wärme. Nee, der gibt uns keine Wärme. Jetzt hat das einfach meine Begrüßung durcheinander gebracht. Jetzt wollte ich doch eigentlich mir richtig viel Mühe geben bei der Begrüßung. Jetzt ist alles, ey, es ist aber immer noch minus 2,6, minus 7 Grad, Mann. Einen anderen Kristall vielleicht nehmen? Gibt der Wärme? Da können wir mal speichern. Warte, das machen wir gerade. Oh, wir kommen raus. Wie geil. Schnell was trinken noch. Raus. Wir sind am Erfrieren. Was soll ich denn machen? Wir sterben gleich. Inspiziere den Absturzpunkt der zweiten... Oh nein. Oh, als ob. Ja, wir sind so kurz vom Tod. Was soll ich denn jetzt machen? Was hilft denn gegen Unterkühlung? Das letzte Mal hatte ich so eine Fackel gehabt. Warte, ich beeil mich. Ich renne jetzt diesmal wirklich sofort dahin. Hier ist Schnee, gell? Ah, das sind immer nur 80 Meter. Keine Chance. Ah, das sind, glaube ich, so Zacken am Boden. Da darf ich gar nicht durchlaufen. Kann das sein? Wir wissen es nicht. Wir vermuten es nur. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Meine Leben sind, glaube ich, ganz oben links, ne? Diese 63, 59, kann das sein? 51. Und jetzt müssten wir eigentlich sterben gleich. Jetzt. Verdammt, was hilft denn gegen Unterkühlung? Ich habe ja nichts dabei. Was hilft denn da? Was hilft denn da? Kurz Stopp drücken. Ich schau mal kurz nach. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Sonst kommen wir ja nicht mehr weiter. Das kann es ja nicht sein. So, das Solus Project. Das Solus Project. Und, Unterkühlung. Schauen wir mal nach.
Oh, das dauert ja ewig, bis ich da jetzt was gefunden habe. Oh, ich mach's jetzt wirklich einfach so. Okay, ich habe jetzt einfach Medipack gegessen. Das hat mich jetzt geheilt ein bisschen. So können wir das Ganze ein bisschen hinauszögern. Ah, das funktioniert sogar. Geil. Sehr schön. Auf das bin ich sogar ganz allein gekommen. Einfach Medipack gegessen. So. Somit geht's weiter jetzt. Nach dem 20. Mal sterben. Gucken wir mal, was wir hier finden. Inspiziere den Absturzplatz der zweiten Rettungskapsel. Der ist da oben. Noch einen Leuchtstab gefunden. Was haben wir denn hier alles? Alles ganz viele leere Flaschen und Dosen. Oh, hier ist einer. Hier ist ein Überlebender. Ja, nice. Warte, das nehmen wir mit. Ah, wartet. Ja, ich lass mal ein. Ja. Ah, okay. Lebt er noch? Finde Juris Weg den Hügel hinauf. Der ist tot. Nee, der ist echt tot. Ein Narzisst verdient es, allein zu sterben. Meine letzten Gedanken sind bei dir. Es tut mir leid, dass ich gegangen bin. Was für eine Verschwendung. 15 Jahre, das Trauma der Trennung. Ich bereue das alles. Ich bereue es, meine letzten Momente nicht mit dir zu verbringen zu können. Es tut mir leid. Es tut mir so verdammt leid. Okay, ist ein Abschiedsbrief auf jeden Fall geschrieben. Was hat er noch hier stehen? Die Grenze zwischen Realität und meiner Einbildung wird immer verschwommener. Ich dachte, ich hatte detaillierte Einträge über diese Konstruktion des Funkturms verfasst. Was war? Das geht schon nach oben. Was war nun in meinem Kopf? Habe ich diese Seiten verloren? Hat nicht jemand gesagt, dass Einbildung eine Überlebenstaktik ist? Was hat er denn allgemein noch alles hier? Ganz viele Trinkflaschen, Dosen zum Essen. Was ist das dann hier? Eine Fackel? Oh Gott. Was ist denn das? Meint ihr, ich soll mal gucken? Oh shit. Shit. Ein Tornado. Als ob. Wieder reingehen. Oh, ich hab Durst. Drohende Dehydration. Oh, okay. Schlafmangel. Ja, dann legen wir uns mal schlafen. Warte, wie war nochmal schlafen gewesen überhaupt? Schlafen war mit. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach, da. Tun wir mal 3 Stunden schlafen. Einfach so ein Tornado. Jetzt brauchen wir Essen. Was bringen diese blöden Leuchtkristalle eigentlich noch? Kann ich gar nicht gebrauchen. Ja, jetzt haben wir hier so einen Bunsenbrenner. Gib mir mal die Dose. Wo haben wir die? Aber das kann man doch auch essen. Perfekt. Jetzt müssen wir noch was trinken. So. Weiter. Weiter. Ist auch perfekt. Das nehmen wir auch noch mit. Was ist das alles? Was haben wir hier? Kraftnahrung. Ja, eine Flasche reicht mir. Ich nehme nicht mehrere mit. So. Ganz viele Briefe hier. Ich schwöre, dass ich ein Licht auf einer.
ein Licht auf einer entfernten Insel gesehen habe. Ich rieb meine Augen rot, um es deutlicher zu sehen. Ich schwöre, irgendwas, es geht zu schnell. Ich versuchte mit einem Metallstück und Spiegelungen Zeichen zu geben, aber nichts passierte. Vielleicht war es eine Einbildung. Also er hat irgendwas gesehen auf einer anderen Insel. Ich muss, es muss echt sein. Ich sehe es immer wieder. Licht auf der anderen Insel. Aber wenn sie oder es mein Signal gesehen haben sie es weder verstanden, noch haben sie eine Möglichkeit, mir ein Zeichen zu geben. Komisch. Dieses Tagebuch ist wirklich mein Vertrauter geworden. Wer hätte das gedacht? Okay. Wir haben uns ausgeruht, das ist gut. Was haben wir hier noch? Eine Taschenlampe. Oh, nice. Taschenlampe ist sicher easy zu gebrauchen. Anstatt so eine Fackel. Ja, die Leuchtstäbe, die können wir ja auch eigentlich wegwerfen. Ah, so sieht man das auch viel besser. Warte mal, genau, das habe ich gesucht, das Fenster. So, weg. Und Taschenlampe nehmen wir mit. So, was hat denn der noch hier? Leuchtstab? Was ist das da? Noch der Abschiedsbrief? Hier hinten ist noch ein Brief. Es wird schwerer und schwerer, wach zu bleiben. Die Wunden fordern langsam ihre... Ach, der ist verwundet gewesen. Besonders die Entzündung am Bauch. Die einzige Hoffnung ist es, weiterzuschreiben. In der Hoffnung, dass jemand dieses Tagebuch findet. Ich versuche, mein Leben mit Tinte zu verlängern. Gott sei Dank gibt es unverwundbares Papier. Ich bin in eine Höhle geklettert, um einem Sturm zu entkommen. Bin ausgerutscht und hatte... Ah, der hat es an einem Bein verletzt gehabt und sich... sogar gebrochen hat er sich. Okay. Jo, das war's. Der ist echt hinüber, der Typ. Haben wir alles, was wir brauchen können? Zeig mal her. Okay. Können wir raus? Ist das sicher? Und wo war denn Ducken nochmal gewesen? Mit... Nee, nicht B ist schlafen. Wobei, wir können uns auch nochmal ein klein wenig hinlegen, wenn wir schon hier sind. Tun wir nochmal hier 5 Stunden schlafen. Schlafe. Gut. Trinken wir noch schnell was? Also. Wo war nochmal Ducken gewesen? Ah nee, warte, das war hier. Control. Genau. Ich frage mich, was diese Leuchtkristalle bringen. Oha, ist das dunkel hier. Cool, ich habe wieder so ein Geheimnis gefunden. Hunger und Dehydration plus 1. Plus 1%. Nee, brauchen wir nicht. Krass. Was haben wir hier gefunden? Was ist das denn? Meteor. Die Ältesten sprechen von der Zeit, in der die Metallschlangen niederlangen. Die silbernen Röhre, die mit Energie pulsieren und Wärme ausstrahlen wie Venen. Sie winden sich in unserer Heimat, mein Gott. Das ist so ein kleiner Bildschirm. Ich kann das nicht so gut lesen hier auf dem Bildschirm. Was ist das denn hier? Kann man das essen? Es ist essbar. Also, tun wir das mal abbrennen. Okay. Also nachts ist hier halt echt mega kalt.
Dann sind wir hier lang, ne? Guck mal, da. Da vorne ist doch noch was abgestürzte Teile, sind das? Was haben wir? Hier nochmal ein Brief. Es ist ermüdend, ständig die Besatzungsanweisungen und Regeln gegenüber. Ich sehe nichts. Gegenüber der Crew zu wiederholen. Wenn wir aus irgendeinem Grund mit DUP Kontakt aufnehmen, die Besatzungswarteschlangen sind lang und wir müssen ständig unsere Ausrüstung überprüfen. Wir können es uns nicht leisten, sie auszunutzen. Was ist eigentlich das da für ein Zeichen da hinten? Oder das da? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Was haben wir hier? Einen Rucksack haben wir gefunden. Plus 3 Inventarplätze. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall ein Signal irgendwie senden. Verbindung verloren. Finden Sie Juris Weg den Hügel hinauf. Also den der gelaufen ist, oder wie? Ah, suchen Sie Juris nächste Markierung. Guckt euch das an, wie der sich bewegt da. Geil. So. Wie sieht es eigentlich mit meinen Vitalwerten aus? Ich könnte ruhig was trinken. Das müsste doch eigentlich eiskalt sein, das Wasser hier. Aber gut. Die Himmelswesen geben uns so viel, dennoch kennen wir nur einen Bruchteil ihres Wissens. Wir starren wie Kühe auf ihre kreisenden Pferde. Kreiselenden Pferde und großen runden Vögeln. Okay. Guck mal, hier waren 100 pro mal irgendwelche Bauten gewesen. Das sehen ja aus wie Ruinen. Von Häusern. Mindestens. Ist kalt, ne? Ich hol mal die Fackel raus. Gibt uns ein bisschen Wärme. Boah, der bewegt sich auch, guckt. Nur ganz langsam. Obwohl der so nah ist. So. Ist das Musik? Oha, okay. Das ist eine Markierung von diesem Juri hier. Ich dachte die ganze Zeit, die Musik kommt von meinem Handy, aber hier ist echt Musik irgendwo am Spielen. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, ich habe was gehört. Und das sieht aus, als wie so eine Statue. Guckt euch das mal an. Okay. Ich bin mal mega gespannt, was für Eingeborene hier oder was für andere Lebewesen es hier gibt. Das sieht schon krass aus. Was haben wir hier? Da könnte man runter. Da hat es was zu finden. Ich nehme den Teleporter am besten. Das geht am schnellsten. Hui. Zack. Was haben wir denn hier? Nicht wirklich was, ne? Okay. Hier ist aber eine Tür, die man irgendwie aufmachen könnte. Huh.
Ich frage mich, ob das diese Gottwesen sind, die sie angebetet haben, oder ob das die sind, die hier heimisch sind auf dem Planeten. Ich glaube, wir müssen hier hoch, ne? Muss ja fast so sein. Ich will mal gucken, noch was hier ist. Guck mal hier. Ah, das sind Speicherpunkte. Nice, oder? Jawohl. Aber was haben wir hier? Schon wieder ein Rucksack. Nochmal plus 3 Inventar. Hä? Aber im Inventar habe ich doch gar nicht mehr Plätze jetzt. Verstehe ich nicht. Hier sind zwei Sterne, guck. Oder sind die doch zwei Plätze dazugekommen? Und ich. Nee, ich verstehe das nicht. Aber okay. Was haben wir hier noch? Eine Wasserflasche? Wieder so ein Hebel. Wartet mal. Das ist für. Und die Dinger, die geben richtig Nahrung. Als ob hier einfach so eine Suppe steht. Seltsamer Eintopf. Komm, wir essen mal davon. Ja, easy. Komm, ich will noch mehr essen. Boah, perfekt. Was ist denn das da für ein Zeichen jetzt hier? Ah, das bedeutet sowas wie ein Lager. Drohende Unterkühlung. Obwohl ich hier Feuer habe? Da könnte ich trinken. So kalt ist das doch gar nicht. Dann gehen wir mal schnell weiter, kommt. Wobei, die Zeit sagt leider auch was anderes. Wir sind ja schon bei 28 Minuten. Ich werde das Video schneiden, also sind es bei euch wahrscheinlich ungefähr 25 Minuten. Ja, dann werde ich mich wahrscheinlich erstmal verabschieden hier an dieser Stelle. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, euer Nier und.